Die vorletzte Etappe der Tour de France 2013 ist zwar kurz, der letzte Anstieg in den Alpen nach Semnoz könnte aber entscheidend sein. Die Veranstalter sind diese Steigung angegangen, um sie uns vorzuführen. Wir sind am Fuß des Semnoz, zu Beginn des Anstiegs. Ja, eine 8,5-prozentige Steigung über 11 Kilometer, die ist schon gleich zu Beginn hart, denn nach nur 2 Kilometer hat es schon 10,5-prozentige Steigungen. Die Straße ist breit. Der Straßenbelag ist auch in gutem Zustand, das ist toll. Hier wird es schwerer. Wir sind fast bei 8% Steigung. Es hat schöne, lange Geraden. Es ist nicht sehr kurvig. Es ist eine tolle Straße. Man hat immer freie Sicht und da ist nichts, das einen aus dem Rhythmus bringt. Es werde Licht. Hier kommt man in die Sonne. Man ist aus dem Wald draußen. Die Landschaft wird wirklich etwas... Von hier sieht man die Berge. Nachdem man aus der Station rauskommt, wird es hart. Der Anstieg nimmt stufenweise zu. Hier ist es wirklich schwer. Das sind bestimmt 10% Anstieg. Und hier sind wir über dem See von Annecy. Und hier ist die Zieleinfahrt, nach 3 wirklich schweren Kilometern. Der Anstieg ist wirklich steil. Man sieht von hier den Mont Blanc und morgen kommt der Eiffelturm und morgen nach Paris.